Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Da ist die Andrea, die hier gerade ganz fleißig ihren Gartensalat mümmelt. Gartensalat, Gartensalat. Ja, was machen die Bärchen? Was macht das Bärchen? Das Bärchen zeigt doch sein mathematisches Diagramm, wenn ich es richtig habe. Ich meine, das war ein Mathematisches. Ja, Mathe. Er macht Mathe. Während Madame hier oben mit um ihren Sixpack zu trainieren, ein wenig Sportfernsehen guckt und dazu ein bisschen trainiert. Warum nicht? Oh, jetzt Berglauf. Berglauf! Berglauf, 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 Berglunter. Der Berglauf geht Berglauf und Berglunter. So, du möchtest gerne, wenn du denn hier fertig bist, erstmal was essen, dann duschen und dann ab ins Bett mit dir. Das ist eine gute Idee. Glaube ich wirklich. Jetzt. Ja, du, das ist doch löblich. Sie räumt es direkt weg. So mag ich dich. So mag ich dich sehr, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier fix abwaschen. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier? Chrissy ist da noch dabei. Und wie geht's eigentlich Audio? Audio geht's gut. Er hat nur ein bisschen wenig Spaß. Das können wir ändern. Wir haben die Technologie dafür. Wir können ihm hier Sportspaß spielen lassen. Unseren kleinen Sportspaß-Sportler. Unser Sportspaß-Sportler darf hier eine Runde trainieren. Und ich glaube, Herbie hat sein Bild fertig. Er hat sein Bild fertig. Bild ist fertig. Das ist ausgezeichnet. Aha. Verkauf's mal bitte an einen Sammler. Eine Arie unter der Dusche. Meine Güte. So, ich würde sagen, du darfst jetzt mal kurz das verwenden. Vielleicht noch kurz mal ein Schaumbad nehmen und danach schlafen gehen, Bärchen, oder? Ich glaube, das ist gut. Bei dir, ja, die Hygiene wartet ein wenig. Kann ich eigentlich zusammen mit jemandem baden? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das geht nicht. Aber du hast auch langsam so ein bisschen Hunger. Ah, jetzt bist du erstmal fertig. Komm, du darfst jetzt erstmal eine erfrischende Dusche. Machst dir den Fernseher aus. Oh, was jetzt passiert? Was hier passiert? Wisst. So, erstmal eine erfrischende Dusche nehmen. Die beiden Shadowset, die sind verheiratet, also bitte, die sollte es nicht stören. Danach würde ich sagen, du holst dir hier kurz was zu. Obwohl, du kannst mir auch noch mal kurz was kochen. Was magst du mir kochen? Pfannkuchen sind ganz nett. Kekse mit Schokostückchen, Spaghetti. Das hatte ich ja lange nicht mehr. Arme Ritter hatte ich, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr. Hier machen wir mal arme Ritter in Partygröße. Und da ist der Audio wieder zu Hause, der jetzt erstmal Sportspaß spielen geht. Ah, da ist was kaputt gegangen. Deshalb war hier vorhin dieser lustige Sound. Gut, der Herbie. Malerarbeiten. Sophie will die kleine Ellie Bett fertig machen. Sie ruft. Keine Antwort. Die Tür des Kinderzimmers ist offen. Oh nein, rote, blaue und seltsam braune Farbe auf allen Wänden. Auf ihrem Gesicht. In ihren Haaren. An ihren Händen. Sophie bettelt sie an aufzuhören, aber sie schreibt bloß nein. Sophie darf keine Auszeiten anordnen, aber sie muss irgendetwas tun. Versuchen wir mal, sie sanft zu überzeugen. Okay, Sophie atmet tief durch und versucht vernünftig mit dem Kind hinzunehmen. Ellie lässt die Farben fallen. Sophie boshaft an und beginnt mit Spielsachen, Stoffchen und Büchern zu werfen. Sophie kann sich auch noch froh sein, wenn sie es schafft, sich zu beruhigen, säubern und den Schlafanzug zu stecken, bevor ihre Eltern nach Hause kommen. Das Chaos sollen die Eltern schön mal selbst beseitigen. Genau so ist es. Genau so ist das. So, Herbie entspannt hier gerade noch in der Badewanne, das ist gut. Chrissy, du darfst mir hier cool gleich kurz mal hier reparieren, bitte. Und danach bitte wie verrückt aufwischen, du energiegeladene Maus, du. Geile Mart. Komm, mach mit armen Ritter. Oh, der duftet so lecker. Der duftet voll fein. Voll fein duftet der. Guck mal, ja. Jetzt müsstest du aber auch bald mal deine Kochfähigkeit voll ausgeschöpft haben, oder? Madame? Kochen ist schon voll. Fitness ist das nächste, dann Charisma, Wellness und dann haben wir bald alles durch. Wir machen einfach alles durch bei ihr. Die wird einfach bei alles auf 10. Mein Gott, warum nicht, ne? Gerade noch so gefangen. Ja, hier akrobatisch noch ein bisschen würzen. Ich glaube, so viel Salz und Pfeffer, wie die da drauf hat, ist das bald lecker. Ah, ist das geil. So, er sportspaßisiert hier noch. Sollte aber langsam aufhören hier. Hatte nicht sie sozialtechnisch ein bisschen noch? Was stellen wir jetzt mit dir an? Du willst immer noch schreiben, ne? Schreib mir noch mal so ein Buch. Schreib mir doch mal. Gibt's hier was Neues? Ein Sachbuch, eine Kurzgeschichte, ein Krimi darfst du mir schreiben. Was hast du denn so an Krimi-technisch zu bieten? Hm? Was wird's denn hier? Sollte ich nicht erst den Namen auswählen für den Krimi? Genau, der verschwundene Stern. Das ist ein super Krimi.
Das ist ein genitaler Krimi. So, wir schnappen uns die armen Ritter und schmeißen sie in den reichen Kühlschrank und schauen Mutti dabei zu, wie sie arme Ritter mampft. Oh, ich kriege gerade Hunger. Ich glaube, ich mache mir da aber erst mal was zu essen nach der Aufnahme. Ja, nee, nach der nächsten Aufnahme. Ich mache diese Aufnahme, dann mache ich noch eine Aufnahme. Dann beginne ich das Rendern der aktuellen Aufnahme und dann mache ich mir was zu essen, lade die Folge hoch und dann bin ich glücklich. Und dann freue ich mich auf das erste Bewerbungsgespräch. Das erste nicht, aber auf ein Bewerbungsgespräch, das ich demnächst haben werde. Ja, ich habe endlich mal ein Bewerbungsgespräch bekommen. Ich freue mich riesig. Ah, ich bin ein glückliches Andrina. Ich bin ein super glückliches Andrina. Ja, ich kann gerade tanzen vor Glück. Ah, ist das geil. Ich mag es, wenn du diese Anrufe. Hey, wir würden Sie jetzt ein Bewerbungsgespräch einladen. Ich liebe das. Das ist so geil. Oh, Sophie, was ist los mit dir? Was möchtest du denn tun hier gerade? Ich habe doch da gerade was. Ach, 500. Musikalisches Genie, 500 Simoleons mit lizenzierten Liedern verdienen. Uiuiui. Da muss ich aber mal dafür sorgen, dass du hier was machst. Aber erstmal solltest du vielleicht, wenn du nach Hause kommst, hier die Toilette verwenden. Und dann ab ins Bett mit dir, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Oh, was ist jetzt los mit dir? Ah, ihr ist unwohl, weil sie es reparieren muss. Ja, gut. Ist ja nicht so tragisch. Hier, bitte nochmal kurz aufwischen. Was? Hier? Von wegen, hier ist doch wie verrückt Aufwischen angesagt. Komm schon, Mutti. Mutti, jetzt stell dich nicht so an. Hallo, Aufwischen habe ich gesagt. Ach, sie kann nicht mehr wie verrückt aufwischen, weil sie nicht mehr so super energiegeladen ist. Was ist hier los? Braucht Videospiele. Hä? Okay. Und schlechte Umgebung. Ja, okay, kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Ne? So, und du gleich Videospiele. Du brauchst Videospiele, ernsthaft? Über Kapitäne diskutiert, weil er Geek ist? Okay. Jetzt ist sie wieder Geek gelandet, jetzt will sie wieder einen Hüfttanz vollführen. Also die Frau, auf der werde ich nicht ganz schlau, aber das wird man aus Frauen generell ja nicht, so habe ich so das Gefühl. Oh, 106.000 Simoleons. Geilomata, kann ich bald mein eigenes Business endlich mal eröffnen. Da habe ich schon lange drauf gewartet, mit an die Arbeit und so. Erstes eigenes Business. Mein Business ist busy. So, der kleine Schnürschuh hier, der hier noch schläft, darf gleich mal ein kleines Schaumbad nehmen. Und sein Kollege Schnürschuh. Sophie ist zu Hause. Die hat ja richtig Geld verdient. Meine Güte. Der Kollege hier, das möchte der. Der möchte immer noch Hausaufgaben machen, wenn er konzentriert, aber dafür muss er erstmal zur Schule gehen. Vorher ist nichts Hausaufgaben. Und bei Mutti ist jetzt gerade nichts tun, ne? Richtig, genau. Da ist gerade nichts tun. Was stellen wir mit dir an? Du willst doch hier mit Sicherheit noch irgendwo besser werden. Es war immer noch Training. Wir haben gerade erst trainiert. Das nächste wäre Charisma. Einmal wäre das Bla Wellness. Wir machen noch ein bisschen Wellness mit dir. Ich glaube, du verdienst noch ein bisschen Wellness. Gehen wir hier in unseren Wellness-Tempel. Und ich glaube, erstmal nehmen wir eine Runde. Wir können verbessern. Oh! Temperaturfühler weiter. Was denn? Wir verbessern hier nochmal kurz. Du bist bei Geschicklichkeit schon Level 10. Das ist gut. Aber danach wäre es doch gut, wenn du hier mal um eine Massage bitten. Ah, wen kann ich da denn bitten? Ah, okay. Interessant. Mit Badezusatz wäre noch eine Möglichkeit. Ich glaube auch, dass wir gleich erstmal hier eine Runde Yoga-Übung machen. Vielleicht Gehirndoping. Nachdem du es verbessert hast, machst du eine Runde Gehirndoping und dann kriegen wir das schon hin hier, ne? So, erstmal da ein bisschen was reinpumpen. Ja. Schon wieder haben wir so viel Geld, ey. Das ist krass. Und die Hälfte meines Haushaltes schläft. Audio. Bei dir sieht es gut aus. Du könntest gerade mal was essen. Guck mal hier. Was haben wir denn da noch so? Du könntest auch. Die ist ja reichhaltig, die Auswahl. Guck mal da. Gummi, Obstkuchen ist geil. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Oh, die Toilette ruft. Oh, die Toilette ruft laut. Und wenn du hier schon verwendest, darfst du dann hier auch gleich mal säubern. Und, eine Hygiene geht eigentlich. Aber, ach, gegessen hast du gerade noch. Schau doch gleich mal eine Runde Romance TV. Ich glaube, da geht's dir gut. Und danach möchtest du gerne hier nochmal dich um den Garten kümmern. Denn du möchtest natürlich noch ganz viel Geld verdienen. Da wäre doch alles Ernten gut und alles Pflegen auch nochmal. Und vielleicht gibt es noch was zu weiterentwickeln. Blinky Blinky. Und da ist das Handy nicht lautlos. Wie üblich vergesse ich, das Handy lautlos zu machen. Ich wusste es doch. Komm mal her, du kleines Scheißding. Ah, Smartphones. Ich bräuchte so ein Smartphone, das automatisch erkennt, wenn ich aufnehme und das dann lautlos macht. Weil ständig dieser Sound hier reinkommt. Irgendwann kriege ich damit noch Probleme. Weil ich dann einfach mal einen Sound dran habe, der GEMA geschützt ist und dann macht's Boing. Ich sehe es kommen.
Du brauchst ganz schön lange, um das hier zu verbessern. Du bist doch Level 10, aber sie ist gerade verspielt, sie ist nicht konzentriert. Tja, aber das darfst du dich gleich erstmal entspannen. Gibt es eigentlich auch einen neuen Wellness-Job? Da habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Karrierehaushalt. Jobs suchen. Ah, gut, sie hat einen Job. Gibt es einen Wellness-Job neuerdings? Ich bin mir gar nicht sicher. Und irgendwas ist hier kaputt, oder? Ach nee, sie schaut Romance TV. Genau. So, das Upgrade für die Sauna ist fertig. Was können wir hier denn noch upgraden? Wir können noch die Selbstreinigung machen und wasserbeständiger Schaltkreis. Jetzt machst du aber erstmal hier eine Runde mit den Schwanen. Nee, der Schwan ist nicht die Energiekonzentration. Genau. Gehirndoping machen wir, ganz genau. So, Madame. Vorn überbeugen. Lamina, schenk mir ein Kamel. Lamina. Wir beten hier den Sonnengott Shiva an. Er schreibt weiter sein Buch und ist aber ganz fleißig. Sie hat zu tun. Sie schläft aktuell nur. Was können wir. Du wolltest hier noch ein bisschen Musik machen, richtig? Kann ich hier schon ein Lied spielen? Kann ich? Ich gebe noch mal ein Konzert. Oh, komplettes Buch ist fertig für Audio. Geil. Dann darf er sich jetzt was zu essen holen. Und danach. Hat er was für ein Buch? War das jetzt hier? Der Krimi. Ausgezeichnet ist es anscheinend nicht. Es ist leider nur gut, ja, Audio, das kannst du besser. Wir verkaufen es trotzdem mal an den Verlag, damit kriegen wir ein bisschen Geld hier in die Kasse. Und wie sieht's denn bei der aus? Eigentlich könntest du mir noch ein Buch schreiben, so rein aus Spaß mal. Schreib mir doch noch mal, warum nicht ein Kinderbuch? Warum nicht? Ein ausgezeichnetes Kinderbuch wäre doch was Feines. Ich glaube, das wird was. Bling. Ja, bescheidene Tantiemen. Hauptsache, bescheidene Tantiemen. So, Chrissy macht hier weiter den Schwan. Schrägstrich Gehirndopping. Doping für die Haare, nein, für das Gehirn. Nicht, dass ich hier noch gesagt habe, du machst hier Werbung mit Doping für die Haare und nein, das ist hier Gehirndoping. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Was haben wir hier? Wir können hier nochmal duschen. Nee, wollen wir aber nicht. Shit, ey, jetzt juckt die Nase. Das ist schlecht. Oh, ja, oh. Oh, Nase juckt. Scheibenkleister. Ich hasse das, wenn die Nase juckt. Boah, wow, das habe ich so oft. Mir wird ganz oft gesagt, ob ich denn irgendwie Allergie hätte oder Heuschnupfen. Habe ich aber nicht. Ich bin vollkommen allergiefrei seit 1986. Das ist der große Vorteil meinerseits. Mir hat mal ein Arzt versucht, eine Heuschnupfenallergie, also ein Heuschnupfen-Dingsbums anzudrehen, habe ich ihm gesagt, du kannst mich mal, ich habe keinen Heuschnupfen. Leck mir die Füße, nix da. Ich akzeptiere es nicht, dass ich irgendeine Pollenallergie oder einen Heuschnupfen oder sowas haben soll. Das habe ich nicht. Erzähl mir keinen vom Pferd. Also, dementsprechend, ich bin allergiefrei und das ist auch gut so. So, mir wurde jetzt der Fehler, der hier in der Sauna gemacht hat, übrigens wurde mir erklärt, über dem Ding hier ist kein Boden, keine Bodenplatte, deshalb kann ich hier keine Sauna reinstellen, deswegen ist das hier quasi offen. So, hier macht sie gerade nochmal das nächste Update und ich glaube, nach dem nächsten Upgrade darfst du dich hier eine Runde entspannen. Herbie, du bist doch eigentlich schon wieder voll dabei. Du könntest dich mal wer wollte hier mit deinem Sohn unterhalten? Genau. Herbie, unterhalte dich mal mit deinem Sohnemann hier. Wie wäre es, wenn ihr beide mal euch einen Drink nehmt? Herbie, du kannst mal hingehen und mal ein paar Drinks mixen. Zum Beispiel darfst du hier mal einen Zuckerzunder zubereiten und Saft on the Rocks. Und dann können die beiden sich hier gleich mal unterhalten. Ne? Wäre doch gut. So, sieht ihr es unwohl? Warum? Was ist los mit dir? Ist doch alles gut. Kaum komm ich gucken, ist dabei. Was war jetzt hier? Wolltest du Nick and Romans schauen? Herr dich sauber. Okay, Romans TV mindert anscheinend ihre Lust auf Putzen. Interessant. Gut, anscheinend hast du schon wieder Hunger, du kleine Fressmaus. Oh, diese Kokett. So, Mausi, was machen wir mit dir? Was willst du essen? Du willst dir doch sicherlich einen armen Ritter essen. Ich bin mir sicher. Wenn hier die Schwiegermutter kocht, dann schmeckt das sowieso. Audio sitzt dort und Herbie. Ja, was? Herbie, du könntest mir doch mal. Du willst immer noch Meisterwerke fertigstellen. Ich werde bei dir aber, glaube ich, mal die Comedy-Fähigkeit hier so ein bisschen hochbringen. Guck mal. Erzähl doch mal einen Witz. Du bist doch schon wach. Erzähl doch mal einen Witz. Einen Witz vom kleinen Fritz und Onkel Hitz und komische Dinge.
Ja, genau so will ich das sehen. Oh, sie ist voll kokett. Audio, kümmere dich mal um deine Frau hier. Die sitzt hier ganz alleine in ihrem Häuschen und ist vollkommen kokett und du kümmerst dich um sie. Oh ja, Baby. So, ich glaube, das war jetzt genug Romance-TV für die Dame, bevor die mir hier noch hormonetechnisch aus der Haut springt. Ausschalten wir das Ding. Schalten wir das Ding mal aus. Ausschalten wir das Ding. Hat der Yosuke ja da mal auch schon mal da. Oh, da steht einer und sagt nichts. Du bist mir einer, du sagst hier nichts. Du könntest mal mit deinem Bruder hier spielen. Über Erwachsene lustig machen, über mit Noten prahlen und ein bisschen rumblö, über Schule reden. Vielleicht nochmal Fantasie spielen, die beiden hier. Ja, voll geil. Ja, das hast du voll super gemacht, Jo. Genau. So, Sophie, wie sieht's bei dir aus? Du hast Hunger. Dann sollte ich mal dafür sorgen, dass du hier mal keinen Hunger mehr hast. Ist ja nicht so, dass der Kühlschrank leer wäre. Guck doch mal hier. Da haben wir noch so ein leckeres Gericht. Also, komm schon. So. Audio, was ist da los? Oh, Audio muss auf Toilette. Verwende mal die Toilette hier. Und danach darfst du dich mit deinem Bärchen hier unterhalten. Vorführung ansehen. Den darfst du mal kurz wegstellen. Level 9 Gartenfähigkeit. Juhu. Geil. Erstmal alles ernten hier. Richtig. Und dann muss ich wieder alles verkaufen. Oh, was ist da los? Wieso steht hier ein Teller? Den kann ich doch gleich mal wegschmeißen. Da, Teller werden hier niemals wiederverwendet. Teller werden immer. Hallo. Ich sagte, Teller werden weggeworfen. So. Teller werden weggeworfen hier bei uns. So, Audio geht mal kurz auf die Toilette, bevor er dann dem Bärchen zuhört. Und dann könntest du dich eigentlich mal hier hinsetzen, das Ding trinken. Und das Bärchen setzt sich daneben und trinkt hier mit den guten Zuckerzunder. Hier trinken, bitte. Und sitzen. Sehr schön. Können die beiden sich mal ein bisschen unterhalten? Siehst du hier? Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird sehr gut. So, sie kümmert sich derzeit benötigt keine Pflanze Pflege. Na gut, wenn das so ist, dann ist das so. Hier darfst du dann mal kurz alles ernten. Auch kein Blinkelbild hier und kein Pflegebedarf. Ja, geil. Die Pflanzen geht's gut. Wie wär's, wenn du dann stattdessen einfach mal hier so ein bisschen das Feuer anzündest? Warum nicht? Mach doch mal ein kleines Feuerchen. So, der Vater-Sohn-Tag hier geht los. Vater hat jetzt erstmal einen schönen Zuschauer und wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play The Sims 4. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.